Stuggi TV. Deine Stadt. Dein Sender. Die Entwicklung ist alles andere als positiv. Immer mehr bekannte Stuttgarter Clubs müssen aufgeben. Ja, ich glaube auf jeden Fall, was Stuttgart fehlt oder was auf jeden Fall auch zwei legendäre Clubs waren, ist zum einen die Röhre, die es ja jetzt schon seit ein paar Jahren leider nicht mehr gibt. Zum anderen das alte Rocker 33 am Hauptbahnhof, war auch ein legendärer Club, gibt es leider nicht mehr. Die Corso Bar hat zum Beispiel zugemacht und jetzt erst ganz tagesaktuell. Auch weitere Clubs im Kessel haben den Betrieb mittlerweile eingestellt. Doch das Clubsterben ist nicht das einzige Problem in der Stuttgarter Subkultur. Das Stichwort Lärmschutz. Das ist eigentlich so das Hauptproblem, dass einfach diese Lärmproblematiken von Leuten in der Innenstadt dann oft auch Probleme für die Clubs mit sich bringen. Was aber völlig normal ist, weil in einer großen Stadt wie Stuttgart sind halt viele Leute vor allem am Wochenende nachts unterwegs. Und die sind dann halt meistens auch nicht ganz leise und haben vielleicht auch das ein oder andere Bier schon getrunken. Dann wird es halt noch ein bisschen lauter. Auch deswegen hat sich der Jugendrat Stuttgart in die Debatte eingemischt. Die Nachwuchspolitiker und Sprecher Firat Judakul fordern einen sogenannten Nachtbürgermeister, der die Probleme angehen soll. Einen konkreten Verantwortlichen, zumindest bei der Stadtverwaltung, ist aus Sicht vieler nicht da und man hat da auch einfach keine direkte Person, die man als Ansprechpartner hat. Das Signal, das wir einfach als gesamtstädtischer Stuttgarter Jugendrat senden wollten, ist, dass wir einfach auch diese Forderung eines Nachtbürgermeisters unterstützen, auch im Hinblick auf die Haushaltsberatung, auch als Signal an die Stadtverwaltung, dass man da einen Schritt nach vorne macht. Andere Städte in Baden-Württemberg sind im Vergleich zur Landeshauptstadt da schon ein Stück weiter. Wir haben ja schon in Mannheim einen Nachtbürgermeister. Ich finde, dass wir als Landeshauptstadt Stuttgart auch mit einer reichhaltigen Clubszene eigentlich einen Nachtbürgermeister brauchen, wenn wir auch ansehen, was wir dieses Jahr auch für Debatten hatten. Die Kritik, dass sich die aktuelle Bürgermeisterriege dem Clubsterben nicht ausreichend widmet, wurde zuletzt immer größer. Mit dem Club-Kollektiv hat sich eine Vereinigung gebildet, die die Interessen der Nachtclub-Szene gegenüber der Landeshauptstadt vertreten soll. Aus unserer Sicht würde der sehr viel Sinn machen, weil er könnte einerseits der Mediator sein, also der zwischen Anwohnern, Stadt, Politik und eben den Clubbesitzern und der Szene vermitteln könnte. Egal, ob es um Lärm geht, egal, ob es um andere Probleme geht. Und er könnte zusätzlich aber eben auch ein Macher sein, also jemand, der klar darstellt, was die Vorteile des Nachtlebens in Stuttgart sind, diese nach außen präsentiert und dafür sorgt, dass es noch besser wird in Stuttgart. Das Aufgabengebiet soll aus Sicht des Club-Kollektiv auch weitere Aspekte umfassen. Darüber hinaus könnte er beispielsweise eine Studie durchführen über die wirtschaftlichen Kennzahlen des Nachtlebens in Stuttgart. Er könnte verschiedenste Projekte auch im Awareness-Bereich oder im Sicherheitsbereich anstoßen. Und ich denke, ganz wichtig wäre es eben auch, dass er nochmal zusätzlich dafür sorgt, dass die Szene noch enger zusammenrückt und sich endlich auch gleichberechtigt gegenüber anderen Kulturformen in Stuttgart fühlt. Stefan Stoffel von 0711 Entertainment schließt sich der Forderung nach einem Nachtbürgermeister für Stuttgart ebenfalls an. Nachtbürgermeister sehe ich als sehr, sehr, sehr wichtig für Stuttgart, weil einfach Stuttgart eine Stadt ist mit einer gewissen Größe, mit auch einem Wirtschaftsfaktor Nachtleben, der meistens unterschätzt wird, der aber sehr wichtig ist, weil natürlich viele Leute nach Stuttgart kommen, Geld ausgeben, in Hotels schlafen, beim Döner was essen, mit dem Taxi fahren und natürlich auch Umsatz in den ganzen Clubs machen, was da auch natürlich immer dranhängt, sind ein Haufen Arbeitsplätze. Die Meldung, dass die Sanierung der Stuttgarter Oper rund 1 Milliarde Euro verschlingen soll, sorgt für großen Ärger in der Subkultur. Der Tenor, während man selbst um jeden Cent kämpfen müsse, bekomme die Hochkultur eine kräftige Finanzspritze einfach so zugesprochen. Das finde ich gut, dass die subventioniert werden, weil es hat auch seine Berechtigung, definitiv gar keine Frage und ist auch wichtig für die Kultur. Aber ich glaube, dass da auf jeden Fall das Gleichgewicht zur Subkultur fehlt. Der Gemeinderat ist nun gefordert, dem breiten Bündnis der Stuttgarter Subkultur die Ausgabenpolitik zu erklären und gleichzeitig einen Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen, der sich den Problemen im Nachtleben annimmt.